Schau dir diese blöden Riesen, das ist so nervig. Ich bin froh, dass ich mit denen nichts mehr im Hut habe. Aber schau, pass auf, da kommt bestimmt noch irgendeine blöde Quest mit denen. Das war bestimmt nicht die letzte. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr die Badesalze? Jawohl, ich hab das Badesalz und ich hab Rida gefunden. Wirklich? Dann gebt es mir. Bringen wir diese Feier ins Rollen. Schert es euch denn nicht, was Rida zugestoßen ist? Hey, sie ist echt nett und alles, aber sie ist doch ganz schön anhänglich. Das hat so langsam angefangen, meiner entspannten Haltung zu schaden. Aber ihr habt das Salz mitgebracht. Lasst es uns doch einfach genießen. Ich glaube, das Badesalz hat Krieger in einen Zombie verwandelt. Der ist gut. Was für ein Scherzbold. Ein Zombie. Kommt schon. Gebt es her. Nee. Das ist nicht witzig. Ich war nahe dran, euch Gold für eure Hilfe zu geben. Aber das könnt ihr jetzt vergessen. Geht einfach und lasst mich in Ruhe. Spielverderber. Jojo. Sprecht mit Freira Dolchlos. Ich habe gehört, was ihr über Grida gesagt habt. Ist es wahr? Natürlich. Ja, das Badesalz ist gefährlich. Dann bin ich froh, dass ihr Dralof nicht nachgegeben habt. Ich möchte ganz sicher nicht in einen Zombie verwandelt werden. Das wäre total eklig. Hier, nehmt dies für eure Mühen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, nicht zombifiziert worden zu sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich auch. Und sie kriegen die Baderobe des Elans. Das ist ja super. Na gut. Baderobe des Elans. 243 Gold. 46 Minuten lang nehme ich jetzt schon auf. Ja, gut. Komm mal hier. Ha. Orachalkos-Erz. Da. Ich hab's gefunden. Du nicht. So. Was muss ich denn jetzt machen? Die Höhle des alten Sort. Und trefft oder eine ich glaube, wir machen mal die Höhle des alten Sort, oder? Das ist vielleicht besser. Obwohl, vielleicht ist ja jetzt diese komische Rattentussi da. Immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist die denn immer? Hallo? Rattentussi? Wieso ist die denn nicht da? Manno! Das enttäuscht mich. Gut. Ich meine, wir könnten jetzt hier warten, bis sie auftaucht. Jetzt muss man hier die Spinne töten oder so. Scheint aber nicht so. Nee, die Rattentussi ist einfach nicht da. Mann, das ist jetzt blöd. Ich hasse das. Weltenbosse, die verschwinden. Na, Freira. Guck mal, eine Truhe. Ja, ich hab sie gesehen. Nehmen Sie die. Man will sie nicht, ne? Gut, dann nehme ich sie eben. Will man mal nett sein, ne? Aber als Lord will man natürlich für seine Minions oder auch so da sein. Aber darf man nicht. Buchenbogen des Schocks. Jetzt guckst du doof aus der Wäsche, ne? Naja, hättest du mal genommen. Ein Fuchs. Ich hoffe, die Höhle des alten Sort hat er auch noch nicht gemacht. Oder sie? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich er spielt einen ähnlichen Charakter. Es könnte auch ein weiblicher sein. Man sieht es bei Argonia so schlecht. Sind so dünn. Die Höhle des alten Sort. Na gut. So, rein hier. Seit Sort Topfhelm war ein Schürfer, der angeblich eigenhändig die Höhle ausgegraben hat. Ausgehoben. Ausgegraben. Irgendwie sowas.
gehoben, gegraben, gesogen, gewogen, geloben. Aber anders nicht hier. Da ist er. Er, sie, es. Ja. Wahrscheinlich lädt er noch. Er, sie, es lädt noch. Ja, genau. Ach, eine Sturmfaust, Schamanin. Ja, das ist ja... Hehe. Weizen. Gold. Eorims Geschichte. Von allen Mitgliedern der Sturmfaustbrigade statt meinem Bruder und mir jemand. Das muss ich jetzt überfliegen. Okay. Ich kann ja hier Havana nicht warten lassen. Ich weiß nie, wie andere dazu stehen, dass ich hier ein Polis und sowas. Ja. Wenn man mit denen zusammenspielt. Das ist immer das größte Problem. Oder eines der größeren Probleme. Lederstiefel des Lebens. Das ist ja auch nicht nett. Auch nett. Ne? Leichte Rüstung. Die Begräbnisurne. Dieser geschnitzte Behälter scheint nicht so recht zu den verbrauchten Kisten und zerstreuten Kisttrümmern dieser alten Jüngnis zu passen. Den untersuche ich mal. Bei näherer Betrachtung scheint es sich um ein hübsch gefertigtes Begräbnis ohne zu sammeln. Unter den Abbildungen mit ein Name, Aqua aus Windhelm. Sollten wir zu Aqua zurückbringen. Ich bin verletzt. Ach, Havana ist auch ein... Nee. Doch, Havana ist ein... Alle sind sie Werwölfe, nur ich nicht. Das ist so fies. Na, kann mich sowieso nicht beißen. Da habe ich mich nämlich informiert, um andere Spieler zu beißen, muss man nach Riff gehen, zu einem Schrein. Ja, ja. Na gut. Dann machen wir mal schnell, weil Werwölfe müssen ja andere erfressen, wenn ich mich nicht irre, um Werwolf bleiben zu können. Da halt die Schnauze, blöde Heilerin. So. Ausschwärmen! Halt mich! Halt mich! Blöde Heilerin da! Synergie! Juhu. Ach, guck mal, eine Himmelsscherbe. Ich brauche Hilfe! Er braucht Hilfe, sie braucht Hilfe. Himmelsscherbe benutzen. Hat sie schon? Hat er schon? Hat er schon? War er hier schon drin? Okay. Okay. Ist jetzt ein bisschen. Hihihihi. Den rein. Ein Rucksack.
Bietenhändler. Was ist das schon wieder? Lederhelm der Ausdauer. Alter, was kriegt man denn so geile Sachen? Liegt das daran, dass ich mit meinem Spieler zusammen bin? Kriegt man dann besseres Zeugs? Keine Ahnung. Glaube ich im Kreis? Keine Ahnung. Nö, tue ich doch. Nee, tue ich nicht. Nee. Da geht's jetzt zur Hauptkammer sozusagen da vorne. Nehme ich an. Jetzt! Schnauze! Oh, jetzt geht's. Nicht schlecht. Schon wieder was, die dann ist. Ja gut, wir kommen ja bald auf Stufe 40, also wir nähern uns ja in den Endstufen. Und da ist es ja normal, dass man dann legendäre Sachen bekommt, sag ich mal. Waren wir hier schon mal? Ich könnte schwören, dass wir hier schon waren. Sieht alles gleich aus. Im Lauf schreit. Das ist das größte Problem, weil ich das nicht bei dem Spiel habe in Dungeons. Das sieht alles so gleich aus. Und man kämpft 10.000 Mal gegen dieselben Gegner. Das ist auch böse. Das ist auch doof. Aufgeladener Blitz. Was auch immer. Kann ich ermahnen? Wenn das so weitergeht, ist mein Inventar bald wieder voll. Ah, ich bin schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch. Ah. Wir laufen hier ständig im Kreis. Ja, jetzt wird er noch. I.S. Ist ein Sturmfaust-Ding, ne? Guck mal, wir müssen doch bestimmt hier oben hin. Mann, laufen wir ständig im Kreis. Schon wieder. Ah, da oben lang. Knobelhobel geht da auch lang. Aber. Und da ist der böse Kardorf, der Anführer. Oder die Anführer. Die Anführer ist von drei Stück. Iurim, der Hammer. Kriege ich auch den Hammer? Sturmfaust, heiliger Hammer. Das war halt. Erforscher das der Höhle des alten Sord. Gut, endlich. Dann können wir ja jetzt gehen. Da sind noch welche. Ich bin verletzt! Ich bin verletzt! Schlimm, ne? Ist tot. Bist nicht mehr verletzt. Okay. Geht's hier irgendwo raus oder so? Oder. Nee, ne, das war's jetzt. Toll. Kein schneller Ausgang. Ach toll. Ich musste irgendwas wegwerfen. Inventar, Vorräte. Das habe ich schon gelesen. Das heißt, es kommt in die Gildenbank. Bei nächster Gelegenheit.
Das kommt weg, das kommt weg. Das habe ich noch nicht gelesen. Materialien. Habe ich hier irgendwie was? Verbrauchsgüter, irgendwas zum Essen? Naja, eigentlich habe ich irgendwie nichts hier. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd hier. Hier gerade irgendwie mein Inventar aufholen. So. Na, jetzt aber Ausgang. Anderer Spieler. Toll, geht nicht. Da ist sogar noch eine Kiste. Das ist meine Ahnung. Die überlasse ich jetzt aber mal ihm. Na gut, dann eben nicht. Das gleiche. Da will man mal nett sein. Wir haben eine Nachricht erhalten. Das sehe ich gerade. Das sehe ich immer viel zu spät. Ich glaube, das wird nichts. Nein. Nachricht. Soziales. Nachrichten. Kann ich nicht doch zugreifen. Na gut. Ach, hallo, die Schnauze, Säbelzahnkatze. Ja. Ist mir jetzt zu blöd. Um ehrlich zu sein, ist mir jetzt zu doof in der Kiste. Aber irgendwas mit Nachrichten. Vielleicht eine B-Nachricht, die guckt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Warte mal. Soziales Nachrichten. Nice. Machst echt super Videos. Von Snowa. Dankeschön. Und da war noch Gold drin, aber das kann ich jetzt nicht annehmen. Vorne ist der Ausgang irgendwo, glaube ich, hoffe ich. Das Ganze ist schon zu voll davon und ich muss auch mal Pause machen. Beziehungsweise endlich mal hier die Aufnahme beenden. Damit ich. Ja, verdammt, ich bin schon wieder voll. Ja, Aufnahmepause, um Scheiße zu ordnen, ne? Die Metall aufräumen und sowas. Manchmal ist das Kampfsystem langsamer, manchmal schneller. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Debuffs oder sowas. Die nicht angezeigt werden. Was ich immer noch nicht verstehe, muss ich sagen. Ich finde es etwas blöd, dass das nicht angezeigt wird, wenn man mit irgendwelchen Debuffs oder mit irgendwelchen Buffs getroffen wird. Stufe 12? Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht mit Stufe 12 hier rumrennen. Ich kann hier nicht raus. So kann ich nicht raus. Ja, jetzt geht's. Da stirbst du doch. Das war nicht mal Veteranengang 12. Das habe ich jetzt gesehen. Das war einfach nur. Verrückt, ey. Verrückt. Stufe 5, der rennt im Stufe 35er Gebiet mit Stufe 12 rum. Ah, verrücktes Kerlchen. Oh, Avana ist da noch drin, ne? Aha, Imperial Edition Pferdchen. Hat er sich also gekauft mit Echtgeld. Haha. Und Avana ist da, ja. So,
ich würde mich dann jetzt auch mal verabschieden. Ich kann leider... Doch, da geht's. So. Gute Arbeit alle miteinander. Genau, lebt wohl. Und Abschied. Lebt wohl. So, dem sage ich noch guten Tag. Aber auch lebt wohl. Denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Elder Scrolls Online. Ich muss dann noch offscreen irgendwann nach Windhelm Sachen schmieden. Und so. Und wir sehen uns dann da, ne? Wenn mein Inventar wieder sauber ist. Bis dahin. Ciao.